Willkommen zurück zu einer neuen herrlichen Folge Freitag, der 13. mit dem Magna-Dudel-Geisterbeschwörer-Kreis. Hallo! Der Magna-Dudel-Geisterbeschwörer? Ja, kennst du es nicht? Mit einem Magna-Dudel kann man heidnische Rituale vollziehen und dann kann man damit Geister beschwören. Japaner haben unglaubliche Angst vor Geistern. Also, deswegen sind auch in Japan Magna-Dudels verboten, ne? Also, Schwarz haben auch Angst, oder? Aber ich habe leider einen schwarzen Magna-Dudel-Künstler gesehen. Meinst du, nee, das war eine Verwechslung. Kennst du dieses Video mit der Iron-Man-Maske, wo der Typ mit der Iron-Man-Maske hinter der Frau steht und erst reagiert sie nicht und dann nimmt er die Maske ab und dann sieht sie, dass er schwarz ist und erschreckt sich so? Nee, kenne ich nicht. Nein, solche komischen, ich bin nicht im KKK-Netzwerk. Vielleicht tut mir leid, da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus. Vielleicht haben ja auch die Japaner noch mehr Angst vor schwarzen Geistern. Gibt es eigentlich schwarze Geister? Ich meine, hast du mal einen Geist gesehen? Ja, aber ich meine, Geist ist ja dann durchsichtig, ne? Ja, keine Ahnung. Ich denke, wir müssen weg von dieser klassischen... Hä? Da vorne steht eine Lady, die ist einfach so umgekippt. Die hat mich gesehen und ist umgekippt. Die hab ich gesehen. Fruit left steht da oben. Du hast Fruit verscheucht. Ich hab Fruit verscheucht. Das ist krass, oder? Hat mich gesehen, hat einen Panikanfall bekommen und ist weg. Die Leute gucken nur noch bei mir, ne? Weil ich Schlafanzughosen trage. Ja, aber weißt du, wie geil ich aussehe? Hast du mal meinen McNally-Jocker-Arsch gesehen? Der ist super lecker. Hier sind zwei Klappstühle, und einmal Matthias und eine Decke. Also da kann man schon tolle Spielereien mitmachen. Naja, What the fuck? Der Killer hier, ja? Der schlägt zwei Türen gleichzeitig auf. Was? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Da ist eben gerade jemand aus dem Fenster gesprungen. Und jetzt sprayt er sich da unten. Ist das der gute alte Kreis? Nee, bin ich rein zufällig Killer? Nee, das glaube ich jetzt nicht, oder? Ich bin noch nie Killer. Eigentlich bin ich nie Killer. Nee. Du kannst mich nicht mehr täuschen. Also, du denkst, ich bin der Killer? Mit deiner charismatischen, schmierigen Art. Ja, ich bin sehr schmierig. Sehr, sehr schmierig. Aber du bist ja eigentlich... Leute sagen immer, warum ist dein Kreis so schmierig, ja? Ich bin ja eigentlich bekannt für meine Schmierhaftigkeit. Das stimmt sogar wirklich. Er ist wirklich sehr bekannt dafür, sehr, sehr schmierig zu sein. Ja, ich meine, vor ein paar Jahren war ich noch... Ey, wo sind diese Kids? Wo sind diese Kids? Ich sehe absolut keinen Kitty. Das ist heutzutage, weißt du, da musst du arbeiten, da musst du dich erst sauber striegeln, tagelang, weißt du. Was treiben die Kinder? Ganz ehrlich, was treiben die? Was treiben die Kids? Ich wollte jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Leuten hier zusammenarbeiten kann. Ich hoffe, es ruft jemand bald die Polizei. Ich glaube nicht. Ich glaube, Polizei ist heute nicht drin. Ach ja, ich bin Retro Jason. Darüber redet niemand, weißt du? Niemand mehr interessiert sich für den guten alten Retro Jason. Na, gestern war, heute ist er Retro. Heute ist er alt. Heute ist er real Retro. Oh oh, oh oh. Wen haben wir denn hier? Roy. Roy und sein kleiner Magna Doodle. Und sein kleiner Freund Siegfried. Er will mich hier wohl... Er will mich touchen, ha? Huh? Er will mich touchen. Siegfried. Was hat er vor? Was hast du vor, Roy? Was hast du vor? Erkläre mir, was hast du vor? Alter, ich hab voll den krassen Bug. Ich schlag hier eine Tür ein und zerdepper zwei. Ich hab so eine Zerstörungsaura. So eine Türberster-Aura. So eine Türberster-Aura. Macht irgendwas Krasses, weil der hier lenkt ja die ganze Zeit ab, ne? Ich hoffe, ihr macht irgendwas. Ich hoffe, ihr macht irgendwas. Ja, der ist hier mies am Tanzen. Also eigentlich passiert hier die ganze Zeit gar nichts. Alle laufen hier so ein bisschen verstreut. Hier passiert irgendwie echt nichts, ne? Also es... Ne, wirklich. Ich habe auch keine... Ist echt super unspecial. Das hat er mir ins Auge gespritzt. Ja, was hast du jetzt davon? Habt ihr irgendwas gefunden? Irgendwas Brauchbares? Irgendwie eine geile Batterie? Batterie habe ich. Ja, macht doch mal irgendwas hier frisch. Zeig doch mal, was er könnt, Kinners. Also ich weiß, wo die Batterie ist und Walkie-Talkie habe ich auch. Mama. Ich bin Retro-Lady Gaga Jason. Retro-Gaga Jason. Retro-Gaga Jason. Mama. Retro-Gaga Jason. Retro-Gu. Retro-Gi. Oh, komm schon, habe ich ihn eben getroffen? Oh, komm schon. Dieser eine Typ ist so ätzend. Dieser eine Typ ist so super ätzend. Mama. I want to touch your face. Alter, der hat mich schon wieder hier gesnuggelt.
Hat mir volle Kanne mit so einem Schraubenschlüssel ins Gesicht geschlagen. Naja, vorhin hat einer hier im Sprachchat gesagt, I go snuggle him. I go to snuggle him a long time. Hat niemand gesagt. Doch, doch, hat er gesagt. Im Bullshit. Doch. Er hat gesagt, er will sich nach der Runde sogar umnennen in Snuggler-LP. Snuggler-LP. Wo ist eigentlich Spooky-LP? Spooky-LP. Ja, guck mal, gut, jetzt werde ich hier gedisrespected. Jetzt werde ich hier eiskalt noch gedisrespected. Hatte die nicht irgendwie so eine Kringelseuche? Wieso disrespecten die dich? Was machen die denn mit dir? Ich wurde gedisrespected. Disrespect? Shisrespect. Was treiben die Kinder da? Was treibt die Gang denn da? Alter, geh weg! Diese Musik, was macht Alter. Die Gang denn hier? Für die Gang. Und was hat er hier zu bieten, ha? Chavez! Juan! Juan, spuck dein Blut für mich, Juan! Oh mein Gott, ich wurde hier schon wieder! Schon wieder wurde ich umgenockt. Kriegt ihr nicht mal hier so einen Kasten zum Laufen, ne? Also heute, es wird keiner kommen. Euch wird keiner helfen, Kinners. Sieht nicht gut aus. Aber auch irgendwie, anscheinend haben die hier auch nichts. Es sieht echt nicht gut aus für euch. Also, ich würde nicht darauf setzen, dass ihr es heute hinbekommt, diesen Kasten zu reparieren. Es sieht nicht gut aus. Greis, überzeugt mal wieder mit nichts. Es ist nichts gemacht, überzeugt, ne? Mal wieder mit nichts. Greis, ich werde dich so hart dippen. Ich werde dich querdippen, Greis. Gemacht. Ich werde dich hart querdippen. Geh weg, lass mich! Wer ist denn das ich da? Ist so das jung. Greis? Lass mich! Ist das wirklich der kleine Greis? Guck mal, wie er instant hier so ein Crackerli wirft, ne? Jetzt versucht hier der eine Typ wieder an meinen Kasten. Also ganz ehrlich, ihr seid ja ganz schön dreist, ihr kleinen Kids. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich lass mal den Kasten nicht. Wie sie immer wieder an meinem Kasten rumspielen. Ey, ich hol mir den Typen da vorne. So, hier. Was? Alter, wie schnell locken die mich denn aus? Aus was bin ich gemacht? Aus Retro-Zucker? Gibt's doch nicht. Retro-Zucker. Das gibt es doch nicht. So was habe ich noch nie gesehen. Dass jemand so weggedubbt wird. So ein hartes Dubbing. Retro-Zucker-Jason. Ich hab den Zucker, du kannst ihn schlecken. Die Rehe kommen aus dem Wald. Ach nee, das war zum Lecken. Oh, ich glaube, die schlecken auch am Zucker rum. Die davon bin ich überzeugt. Zucker. Naja, gestern war ich joggen, da hat mich ein Reh verfolgt. Erst dachte ich, mir pfeifen die Leute hinterher, aber dann war es meine Lunge. Ey, der eine ist immer noch in dem kleinen Haus da unten. Oder ist doch dasselbe Haus. Ist doch dasselbe Haus. Naja, wenn man einmal sich ein Haus ausgesucht hat. Der mag sein Haus, der Bu. Retro Booty. Komm schon, ich will einen Rage-Modus. Ich will endlich mich hier durchquetschen können. Aber ich habe so einen geilen Bug, weißt du? Ich kann zwei Türen auf einmal zersmashen. Aber wie er da auch irgendwie aus der Versenkung kommt mit irgendwelchen Cheats auf einmal, ne? So, ich weiß nicht, vorhin war noch alles gut. Wir haben ganz normal legal gespielt. Und dann meinte Kies so, hey, ja, ich habe hier so einen russischen Hacker irgendwie kennengelernt. Ist hier noch gesagt, einer drin? Hey, ist hier noch einer drin? And I am very crazy. I show you very good cheats for winning. Und dann hat Kies natürlich gesagt, wow, das brauche ich dringend. Deine psychologische Kriegsführung mit Trash Talk funktioniert nicht. Oh Mann, ich habe schon wieder was ins Auge bekommen. Aber ihr könnt nicht die Bullen rufen. Ihr könnt einfach nicht. Das würde ich mitbekommen. Ich würde es mitbekommen. Ich würde so hart mitbekommen, wenn ihr die Bullen ruft. Aber es hat doch keiner die Sicherung. Oder hatten die schon die Sicherung? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da war jemand am Sicherungskasten. Ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt werde ich hier schon wieder von hinten geschlagen. Aber jetzt habe ich meinen Rage, Bubi. Jetzt vorbei. Das war's. Jetzt kann ich ragen. Rageln? Es macht aber auch niemand irgendwas, ne? Also alle sind nur in ihren kleinen Hütten, ja, und alle verstecken sich. Alle wollen sich. Die Polizei rufen, aber du campst ja das Haus. Ich camp gar nichts. Ich jag immer noch diesen einen Biker. Das Kophaus wird gecampt, habe ich gehört, hat gerade einer gesagt. Ich camp nie. Ich bin ja einer von den letzten Ehrenmann-Killern. Im Chat haben sie gesagt, he's just camping the house. Ich bin ja immer auf Ehrenmann-Basis. Guck mal hier, Ehrenmann-Basis bin ich ja durch. Ich habe Auge auf Tür gemacht. Ich habe Auge auf Tür gemacht.
Der ist immer noch in dieser Bude. Wo hat sich der Lümmel versteckt? Weißt du, sie haben nicht mal das Boot, gar nichts. Ich will hier mal ein bisschen Action sehen, Greis. Was machst du denn eigentlich? Ach ja, ich habe gerade so ein paar Dinge erledigt. Du weißt ja, wie das so ist. Oh nein, von hinten! Aber es gibt kein Entkommen. Langsam gehen ihm die Knüppel aus. Langsam hat er keine Knüppel mehr. Hat eine richtige Knüppelarmut. Habe ich 76 schon mal gesehen. Die große Knüppelarmut 76. Ah, sowas habe ich schon gesehen. Wie Männern einfach mal die Knüppel ausgegangen sind. Ja, Junge, deine Ausdauer geht hier gerade ganz schön flöten, ha? Oh, ist da jemand gestolpert? Wird da jemand gestalkt? Hat Jason alles im Griff? Hat Jason alles im Griff? Ja, Jason wird dich holen. Mein Sohn, es gibt kein Entkommen. Höre meine Retro-Musik. Oh, ich werde deinen Kopf penetrieren. Ich werde süße, süße Liebe mit deinen Augen machen. Mh, deine Augen. Oh, geil. Und jetzt werde ich alles dunkel machen. Und alles schmusi. Schmusi. Ja, er hat da drin ganz schön Schiss. Glaub mir, der stuhlt sich ein. Und dann komme ich in euer Häuschen und fass an euer Mäuschen. Ich fass dir hart ans Mäuschen in deinem Häuschen. Hey, hier steckt ein Messer, ich kann es nicht mitnehmen. Cheat-Messer. Ein Street-Messer? Ein Cheat-Messer. Oh, musst du durchs Fenster, ha? Huh? Oh. Musst du durchs Fenster? Ja, musst du. Geh du durchs Fenster, guck mal. Fenster. Hat er ein bisschen Durchzug, ne? Ja, das kann schon mal passieren. Wenn das Fenster auf ist. Oh, ist er gelähmt? Ist der kleine Junge gelähmt? Glaubst du, das gefällt mir nicht? Falsch, es gefällt mir. Steht drauf, gelähmte Jungs. Ja, ist okay, passt schon. Gelähmte Jungs. Es klingt auch wie irgendwie so ein Film, keine Ahnung. Nach dem großen Erfolg von Der bewegte Mann. Kommt jetzt gelähmte Jungs im Sommerlager. Oh Mann. Ah, wen haben wir denn hier? Welchen Muchacho haben wir denn hier? Ihr kriegt auch nichts auf die Kette, ne? Die Kinder hier. Man merkt schon, ich bin so in einem besonderen Sommerlager, wo jeder umsonst Bus fahren darf. Schon so ein Camp Retarded Lake. Camp Retarded Lake. Das Problem ist, dass ich durch den Transport von Gegenständen... Ja. Komm mal her, du. Komm mal her. Hat er ein Messerchen? Natürlich hat der kleine Bastard ein Messerchen. Klar, er hat es mir schön in meine Retro-Kehle reingedrückt. In meine alte Retro-Ritze. In meine alte Retro-Ritze. Es gibt kein Entkommen, Boo. Genieß doch einfach den Tod. Och Mann, ich wollte ihn eigentlich crappen. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn sofort töte. Aber recht sensibel. Der Boy. Ich bin hier mit so einer dummen Tussi. So, wo sind meine letzten zwei Chicks, oder? Es sind ja noch richtig viele am Leben. Ja klar, es leben alle noch. Es leben ja noch alle. Ich töte hier und töte hier und pff, gar kein Ende. Bin ja am Metzeln und Meucheln und Kloppen und Droppen. Weil du so ein kleiner Meuchler bist, ne? Ein kleiner Meuchler. Ein kleiner Meuchel. Man nennt mich im Jüdisch, nennt man mich den kleinen Molchik. Den kleinen Molchik. Der kleine Molchik. Hey, kleiner Molchik. Kleiner Molchik. Kleiner Molchik. Das ist ein Pokémon. Mich unwahrscheinlich, dass ich jetzt hier noch was finde. Ich glaube nicht. Die Gegend wurde ziemlich leer gelootet. Die Gegend hier unten wurde ganz schön leer gelootet. Ich bin drüben beim Shania Twain Hill. Shania Twain Bane? Ah, der Zaun, Alter. Jason, klopp ihn doch einfach kaputt. Düdel den Zaun doch einfach weg. Was? Da hat jemand wirklich noch die Bullen gerufen.
Aber ich glaube, da hinten stirbt gleich jemand. Komm. Und ihr habt ein Messerchen, oder? Natürlich. Was habe ich denn auch anderes erwartet? Es ist so ätzend. Diese Messer. Diese Messer, die schaffen mich. Was mache ich nur mit diesem Messer? Was mache ich hier nur mit diesem Messer? Hä? Ei. Ay, 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 no me gusta. Echt, die Messer sind so ultra ätzend. Aber das Gute ist, ich habe eure Messer schon ganz schön gerupft, weißt du? Irgendwann hat sich's ausgemessert. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann hat sich's einfach mal ausgemessert. Das macht doch keinen Spaß, weißt du? Immer dieses Rummessern. Greis, du hast eine ganz schön große Klappe, ne? Muss man schon sagen. Hey, verzieh dich! Glaubst du, ich hatte dich nicht gesehen? Nee. Aua! Lecker, lecker Mäulchen! Habe ich dich nicht getroffen mit dem? Gibt's nicht. Ich habe ihn einfach mal eiskalt nicht getroffen. Das ist unglaublich. Wie viel Ausdauer hat der denn? Da hat er wieder an, der Bu. Denkst du echt, dieses Haus wird dich schützen? Unten am Harvest Cove? Am Harvest Cove? Denkst du wirklich, dieses Haus ist jetzt deine Rettung? Komm raus. Komm einfach raus. Lass es zu, Kreis. Lass es zu. Lass es einfach zu. Genieß es doch einfach. Es ist schön. Wir können das gemeinsam teilen. Doch, von der Musik kriege ich richtig Kopfweh. Komm schon, Kreis. Du willst es doch, oder? Unter Freunden. Schmusi unter Freunden. Mein Vater ist bei der Polizei. Ich hänge an einem Eimer. Ist das Kreis? Hat er ein Messer? Er hat bestimmt ein Messer. Er hat kein Messer. Oh, ich bin aber im Boden versunken. Oh, ein Vaginaschlitzer. Nee, der war aber viel weiter oben. Nee, das war Bagaga. Das ist ein geschlechtsloser Angriff. Na, guck doch mal, wie du die Beine breit machst. Ja, Bagaga. Vor allem gucken die bei mir nur aus dem Boden raus gerade. Das sah voll witzig aus. Bagaga-Stich. Ganz klarer Bagaga-Stich. Ich war ganz kurz davor, mit dem Boot abzuhauen, ey. Ja, ich hab da schon so ein bisschen Boot gerochen. Hab da ein bisschen Boot in der Ferne gerochen. So geht es hier nicht. Ach so, falsche Taste. Was macht die denn da? Aber die haben alle Shotgun. Alle spielen diese Tussi, weil sie die neue Hose hat, weißt du? Die zeigt noch mehr als die Hotpants. Was? Was, wen hast du das gerade gesehen? Ah, hier! Wie Tommy sich da rausgewienert hat? Nee, ich hab nur noch gesehen, wie er aus dem Fenster gesprungen ist. Tommy, so, ich troll dich voll. Er trollt mich wirklich hart. Diese Musik. Und welcher Jason ist das jetzt? Hä? Der Super Nintendo Jason, oder? Ja, das ist der Super Nintendo Jason. Nee, weiß ich nicht. Ist das, weißt du, alle irgendjemand Jason überhaupt escaped? Wie ist aus? Er steht da so, bleibt so im Flur stehen. Ich renoviere. Ich kann hier nicht durch, funktioniert nicht. Ja, dafür hast du vorhin Doppeltüren gemacht. Alter, wie ich kann keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Im Ernst jetzt, ich kann nichts einsetzen. Was ist das jetzt? Warum kann ich... Ich kann doch nicht schlagen. Ich kann nicht schlagen. Was, wieso nicht? Ich kann nicht schlagen. Ich kann greifen, aber ich kann nicht schlagen. Ich bin rechtzeitig gelähmt. Ich kann auch keine Fähigkeiten einsetzen. Was ist das? Oh, ätzend. Ich kann nur greifen. Du musst ihn greifen, um aus dem Bug wieder rauszukommen. Oh! Vielleicht hat er dich jetzt wachgeschüttelt. Kann ich jetzt meine Fähigkeiten wieder einsetzen? Nee, ich kann keine Fähigkeiten. Jetzt ernsthaft. Bullen sind da und ich kann keine Fähigkeiten einsetzen. Es ist nicht nur die Bullen da, das Spiel ist gleich vorbei.
Den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Scheiß auf die anderen, aber ich kann nicht töten, weil ich nicht keine Fähigkeiten auswählen kann. Oh, come on. Was ist das für ein Scheiß? Mein ganzes Steuerkreuz ist verbuggt. Ich kann nicht A drücken. Ey, Steuerkreuz? Ach so, der spielt das ja noch. Oh, come on. Ja, ich kann keine Fähigkeiten. Ich hätte ihn getötet, Leute. Ich konnte nichts auswählen. Backrunde. Kreis habe ich erwischt. Das ist ja im Prinzip Kreis war ja, das Zeichen für den Sieg der Runde. Den hätte ich ja fertig gemacht, ja. Selbst wenn ich gar keinen Control in der Hand hätte. Der Bug, die anderen lässt er am Leben. Ich habe einen Bug, weißt du, seine WhatsApp-Kumpels aus seiner WhatsApp-Freitag-Gruppe, die er neulich gegründet hat. Ey, ist so ätzend. Ich konnte eben keine Fähigkeiten einsetzen. Ich hatte ihn ja in der Hand, ich konnte nur greifen, ich bin irgendwie auf der einen Seite, weil ich jetzt Witze über Menschen gemacht habe, die gelähmt sind, was echt nicht witzig ist, wurde ich jetzt selbst, habe ich einen Schlag bekommen auf der rechten Seite. Da hat es sich direkt geblitzt. Buff. Wurdest du geblitzt, Alter. Ah, die nächste Runde mache ich jetzt, Glanzrunde, da werde ich richtig strahlen, sage ich dir. Strahlen als Verbündeter Strahlenrunde. Von Jason. Als Verbündeter von Jason, ja. Alter, so spielt Kreis, ne? Dann doch, schnell meinen Controller übernommen. Ja, genau. Seedost, Controller-Dost. Ich hab deinen Controller nämlich mit Eingaben überfordert. Was ist denn Tenebris? Das klingt auch so mit Entschuldigung, aber Sie haben Tenebris. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Herr Kreis. Sie haben Tenebris im Endstatus. Sie haben Tenebris. Oh nein, letzte Woche hatte ich noch Pionack. Mr. Ashford, ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie können Ihre Tätigkeit als Demon Hunter nicht mehr weiter ausüben. Sie haben fortgeschrittene Tenebris. Mr. Ashford, schön, dass Sie unser Krankenhaus am Kreisverkehr gefunden haben. Ja. Am 11. Januar im Kreisverkehr sind Sie zu unser Krankenhaus gekommen. Ihre Tätigkeit als Demon Hunter können Sie leider nicht mehr fortsetzen. Ja. Sie haben fortgeschrittene Tenebris. So vertreiben wir uns die Zeit beim Warten, während wir Usernamen lesen. Weißt du, User Stories, das ist der neue virale Shit, sag ich dir. User Stories, aus Usernamen irgendwelche Stories machen. Das ist der neue Scheiß, das machen sie jetzt auf dem Pausenhof. Springen in Lobbys rein, um sich irgendwelche Urban Legends da zusammen zu legen und liefen dann. Nach ihrem Unfall im Kreisverkehr. Mr. Ashford, nach ihrem Unfall im Kreisverkehr am 11. Januar. Also drüben, auf der Ace of Spade Lake. Ja, da können Sie Ihre Tätigkeit als Demon Hunter nicht mehr. Sie haben nämlich Telepress. Auf der Ace of Spade Street. Alles, was wir gefunden haben, ist diese Spielkarte mit dem Peak Ass drauf. Wir wissen noch nicht, was es mit dem Unfall zu tun hat. Oh, jetzt hast du ihn getrollt und jetzt kommt er und holt dich, sage ich dir. Telepress-Scheiße! Telepress macht uns alle. Okay, ich gehe auf öffentliche Toiletten, da soll es immer sicher sein. Mein Controller geht wieder, Alter, wie Kreis einfach eiskalt meinen Controller gebuggt hat. Ja, genau. Bug Scratching von der Ferne. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du hast gesagt, oh, schau mal hier, Johnny Chavez, der macht mich fertig. Und dann habe ich geguckt und da ist er gerade aus dem Fenster gesprungen und da hat er dich wohl kaputt gebuggt zu dem Zeitpunkt. Ja. Beim Sprung hat er wahrscheinlich mein Kabel gelockert, da genau so, kann dass sein. Eben eine Seite nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat er abgeleicht beim Sprung. Ey, hier sind wir nur Walkie-Talkies, ne? Also. Ich glaube, ich nehme die Elektronik aus diesen Walkie-Talkies und baue mir damit irgendeine krasse Taser-Waffe, weißt du? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus dem Haus, wenn ich die Tür zumache, ne? Es gibt so ein Haus, das ist eine Trap. Ab und zu ist ein Fenster da, das Fenster ist hoch, deswegen kommst du meistens nicht mehr rein. Und wenn Alter. Du da dann Benzin. Und eine Batterie hinlegst, bist du der Arsch der Runde, sag ich dir. Einfach so in diesen Raum, wo keiner mehr reinkommt, außer der Killer, einfach alles reinlegen. Sicherung reingelegt, Schlüssel reingelegt. Weil das habe ich letztens irgendwie, habe ich eine Runde gespielt, habe ich gesehen, Mist, da drin ist Benzin. Aber ich kam nicht rein, weil du kannst ja eine verschlossene Tür nicht aufmachen. Ja. Und das Fenster von der anderen Seite war hoch. Da kannst du dich hochklettern. Ja, das ist das Crab House, da kannst du richtig schön die Leute trollen. Crab Trap. Fortified. Ich würde ja ganz gerne auch mal wieder mit der alten Helen spielen, aber die ist ja jetzt schwer krank. Die hat so eine Sommerbahnhofsgrippe. Debris hat die, glaube ich, oder nicht? Am Haares, ja. Tenebris. Tenebris am Haares. Tenebris am Haares.
Ich habe zwei Deos und muss mich entscheiden. Nehme ich noch ein Deo oder einen Cracker noch mit? Alter, ich brauche jetzt erstmal irgendwas Geiles. Ich gehe jetzt da drüben zum Werkstattcamp. Da werde ich mir dann... Ja, es gibt ja so ein Camp-Mechaniker. Weißt du, während alle anderen halt Bogenschießen, schwimmen gehen und Marshmallows grillen, machen die halt Ölwechsel und so Sachen. Sommerölwechselspiele. Stell dir mal vor, so ein mexikanisches Autoschraubercamp. Sí. Hola, señoras y señoritas. Sí, wechsel die Öl. Sí, haben Sie das Öl gewechselt? Sí. Sie Öl. Die Reifen auch? Sie Ölwechsel. Und auch die Scheibenwischerflüssigkeit? Sie flüssig. Sie flüssig. No, hier war jemand drin, hat die Shotgun genommen. Alter, das war mein Plan. Das ist ja nicht Kreis, bestimmt du, oder? Nein. Hast du einen kleinen Shotgun-Rap gemacht? Ich renne mit dem Schlaubenrüssel rum. Schraubenschlüssel. Ist warm, ne? Ist warm. Mit dem Schlaubenrüssel, Alter. Mit dem Schluppenrüssel. Kennst du den alten Schluppenrüssel? Wo vorne? Ja, sicher. Da muss ich mal einen Schluppenrüssel reinstecken. Ne? Ja, und er ist abgerissen. Schlaganfall Mike und seine Boys. Ich finde, Mike ist so ein Name, wo du richtig gut und seine Boys dranhängen kannst, ne? Ja, ja, ja. Das ist so ein. Als Mike braucht man eine Entourage. Batterie ist drin, aber macht irgendwas Geiles so? Wie Batterie ist drin? Ja, hier, wir bräuchten Benzin. Hast du Benzin? Nein. Da könnt ihr nämlich hier einen auf. Jetzt habe ich Benzin. Dann könnte ich hier einen auf Mareike Amado machen. Wo bist du? Ich bin Boot? Am Paddle Club. Unten am Paddle Club. Und der Vier. Oh, der Viersitzer ist schon betankt. Fehlt nur noch der Schlüssel. Okay. Irgendjemand hat hier schon den Viersitzer voll. Wie sich anhört. Ja, hier, beim Paddle Club steht der Viersitzer rum. Aber ich habe keinen Schlüssel. Sonst würde ich jetzt euch Heiden zurücklassen. Oh oh, da drüben ist jemand. Wo ist denn jemand? Na hier. Unten beim Auto ist er, der Jason. In welchem Auto? Ja, bei dem Viersitzer. Das okay. Auto, wo bereit ist zur Flucht, wenn wir einen Schlüssel hätten. Hey, ist hier denn jetzt niemand mehr? Seid jetzt alle verschwunden? Klar, ne? Jetzt schön mal hier den Kies alleine lassen. Ja. Ist ja nicht so, als könnte ich ein bisschen Unterstützung brauchen. Alter, die braucht ja zum Tanken, braucht die ja eine halbe Stunde hier. Ist ja Wahnsinn. Wieso macht jetzt den Zweisitzer? Unten der andere ist fertig. Ja, aber ich habe ja auch Sprit, also kann ich den doch auch fertig machen. Ja gut, er will halt wieder Punkte, ne? Es macht ja keinen Unterschied jetzt. Ja, ja, nee. Soll ich jetzt zum Viersitzer nochmal Sprit schon tragen? Ordnung, ist schon, ja, nee, kannst ja liegen lassen, einsteigen und mit mir fliehen. Wie denn ohne Schlüssel? Ich bin schwarz. Ich glaube hier January der 11. Der sieht für mich so aus, als hätte der einen Schlüssel. Ich glaube auch, der sieht ein bisschen beschlüsselt aus. Der ist fit, der ist ein fitter Typ. Hab hier nochmal eine Bärenfalle hingelegt. Ich bin derzeit bereit mitzugehen. Ich bin im Jarvis-Haus. Echt? Ich bin auch im Jarvis-Haus. Unten beim Jarvis-Room. Mit January the 11th. Ich bin auch beim hier, zack. Ich hab nichts, ne? Also ich hab echt nichts. Ich hab zwar ein Deo und ein Crackerli, aber ich hab kein Messerchen oder sowas. Ja gut, ich hab Deo und zweimal Crackerli. Nicht immer so ein Doppelcrackerli, ne? Jetzt ist aber unten beim Auto. Ist das Chavez? Nee, das ist der Biker. Ja, aber ich hab ihn gestunt. Ja, wer hat denn jetzt den Schlüssel? Keine Ahnung. Crackerli werfen, Auto starten, Abflug. Aber wer hat einen Schlüssel? Ich weiß es doch nicht, wir sind alle hier. Oh, hier ist die Sicherung, weißt du, wo der Kasten ist? Nee. Dann würde ich die Bullen rufen. Wie sich alle in die Cracker setzen. Cracker Gang. Hm?
What? Ich bin gestunt. Ich habe einen Stein gesehen. Ich bin keine naturfreudige Person. Wo ist er denn? Kreis? Ich weiß Kreis. Es nicht. Irgendwo im Wald, Mann. Echt jetzt? Immer noch am Auto, ja. Weißt du, wo das Haus ist? Oh, dann würde ich eine Sicherung legen. Er ist bei Camp Hillbrook oben. Nee, er ist bei der Burrow Lane. Ja, aber weißt du, wo das Haus ist, wo man den Kasten reparieren kann? Oh, da macht jemand das Auto auf! Na scheiße, jetzt werde ich zurückgelassen, oder wie? Peckelneckel! Ja, geil. Ist er voll? Nee, einer ist noch frei. Ich jogge! Ich jogge! Ihr braucht mich! Ihr braucht mich! Lass mich nicht zurück! Ihr braucht mich! Er kommt! Fuck! Fahrt los! Fahrt los! Komm schon! Go, go, go! Okay. Fuck, ich hab die Sicherung dabei! Ist das nicht ein bisschen arschlochhaft? Tja, was willst du machen? Es tut mir leid! Ja, wenn ich jetzt rausgehe, verliere ich meinen Sitz. Ja, dann verlierst du deinen Sitz. Er kommt nämlich. Das tut mir so leid. Vorsicht, die hat getrunken vor der Fahrt. Wir sind so gut wie raus, außer ihr steht da vorne, aber das glaube ich nicht, oder? Doch, da steht er. Glaubst du, er schafft das? Hä, was hat er gemacht? Oh, jetzt ist er versaut. Warum hat er denn geslidet? Der hätte voll in uns reingedodged und ich habe die Sicherung. Und da fährt die Sicherung davon. Da fährt die Sicherung davon. Auf Wiedersehen, liebe Sicherung. You survived. Ah, nice. You survived. Na, guck mal, ich habe wenigstens den anderen Wagen noch vollgetankt, falls noch einer abhauen will. Weißt du, habe ich natürlich an die Gruppe gedacht. Aber ich glaube, hier müsste... Oh, er hat eine Schrotflinte gefunden auf dem Boden vom Bootshaus. Krasser Typ. Oh, der macht ja schon das nächste Auto bereit. Ja, sag ich doch. Der, ja. Was er für ein freshes Hemd anhat. Tiny Driver. Boah. Alter, er wendet. Er macht ja eiskalten Wendemanöver. Habe ich noch nie gesehen, dass jemand so einfach mal wendet. Du? Mal eben so eine Dreipunktwendung oder was? Was hat er denn nun vor? Was hat er denn nun vor? Ah, Idiot. Er übt Parken. Warum hat er das getan? Was machen die anderen? Hat er ein Messer? Was denkst du? Ich weiß nicht. Ah, ja, natürlich. Heute hat jeder ein Messer. Außer ich. Ich bin Ehrenmann. Aber das Messer da reicht spritzt nicht. Aber. Da spritzt der Schlodder raus. Ich habe ein Perk für 30% schneller Auto anmachen, ne? Er muss rückwärts fahren. Jetzt muss er aussteigen. Er hätte rückwärts fahren müssen. Er hätte schneller reagieren müssen. Oh! Der eine hat schön in die Tür gegriffen. Jetzt macht er irgendwas. Jetzt greift er mal in die Eier. Alter, das ist ein Unterhodengriff. Der Unterhodengriff und dann Slam. Krasser Typ. Krasser Typ. Alter, ich hab... Weißt du, was ich heute bezahlen musste? Ich wollte im Netto und hab so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ich musste genau 420 bezahlen. 420. Wow. Perfekt gemoved. Aber auch er hat ein Messer. Gerade frisch ins Game. Er. Schon ein Messer. Und er sagt, bleib mal bei der Flinte. Schuster, was macht sie denn da? Die andere hat sich umgebracht in der Bärenfalle. Jetzt nicht mehr verkraftet. Ja, stimmt, ich kann gar nicht mehr wechseln. Sie ist weg. Von Forever Go. Guck mal, er macht einen. Alter! Ein Pretend-Crackerli. Ein Cracker-Manöver. Wenn er jetzt rückwärts drivet, ne? Oh, er hat ihn geblendet! Wie hat er ihn denn geblendet? Ich weiß es nicht. Cracker-Magie. Alter, und er macht ja noch ein Wendemanöver. Oh, im Wald, Alter, das Halbwaldwende. Hast du gesehen? Das war so ein richtiger Paul Walker. So ein richtiger Paul Walker Halbwaldwende, Alter. Halbwaldwende. Oh, was? Boah, der hat sich aber in der Lucky teleportiert. Wenn er jetzt aber Gun smifft. Gun gesmifft. Alter, das ist ein Pro. Er hat's drauf. Hast du gesehen, wie der ausgestiegen dauert, ist? Es dauert so lange. Und ich glaube nicht, dass er noch einen Joker hat. Nee, ich glaube auch nicht. Das muss der letzte Joker gewesen sein. Cracker, was Gewehr. Wird wohl passieren? Was Mehr wird kann wohl man passieren? Haben. Er kämpft, er wedelt. Aber ihm wird die Kehle zerdrückt, oder? Oh, fuck! Guck mal, wie er noch durchguckt mit dem einen guten Auge. Das hängt da einfach so in der Luft. Jetzt hängt er da als Mahnmal für die anderen Kinder nächsten Sommer. Mama, was ist das? Na, das haben die Kinder im letzten Jahr gebastelt. Das ist aus Nudeln und. Nudlis, für dich immer noch Nudlis. Nudlis und Glitter.
Kennst du diese Strass-Mosaik-Bilder? Ja, ja. Wo man dann auch nochmal so drüber bügeln muss? Ja. So einen kleinen aufgeruppten Jarvis. So ein bisschen, aber Level 25. Was? Holy Macaroni. Hast du ja jetzt endlich deinen Supersuchti-Abzeichen bekommen, oder? Na, hab ich bekommen, Supersuchti. Gut, das war's. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, ihr kennt das Ganze. Wir brauchen, also jetzt mal Real Talk, wie man so schön sagt. Kreis seiner Familie hat großen Hunger. Kreis seiner Familie braucht diese Likes. Naja. Denn Likes kann man in Essenmarken umtauschen. Das hat YouTube jetzt so eingerichtet. Und es wäre echt toll, wenn ihr liken würdet. Danke, wirklich ein Danke von mir, von der Kiestschor-Stiftung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Vielen Dank beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Essenmarken.